So, die Expo Real hier in München ist in vollem Gange und ich nehme hier meinen kleinen Besuch bei Radisson zum Anlass, um auf ein neues Format im Hotel Podcast aufmerksam zu machen. Denn wir kümmern uns in Zukunft noch mehr um Neues. Wo entsteht was? Wie weit ist der Stand? Und wo geht die Reise hin? Unsere erste Aufnahme, unser erster Besuch in diesem neuen Format ist und war bei Stefan Welti. Wie Sie vielleicht wissen, entsteht hier ein Radisson Blu im Porsche Design Tower in Stuttgart, in meiner Heimatstadt. Jeden Morgen, wenn ich aufstehe, schaue ich aus dem Fenster raus auf diesen Porsche Design Tower und freue mich, euch jetzt hier erstmalig mit auf eine kleine Reise zu nehmen durch das Haus, das dann auch im November schon eröffnet wird. Und so wie sei gesagt, das war nur mein erster Besuch. Es werden noch 2-3 Folgen, bis dann die ersten Gäste in Stuttgart eben willkommen sind. Freut euch und bis bald. Ciao. Ja, meine Party war ein Erfolg, Stefan. Ich wollte auch gerade mit dem Bus hier runterkommen. Ich wohne ja nicht weit weg. Und dann habe ich gemerkt, dass meine Jungs den Schlüssel fürs Gartenhaus versteckt haben. Okay. Ich muss sie doch wieder den Bus nehmen. Ja. So, ich freue mich. Wir stehen hier vor dem Porsche Design Tower. Bald ein Radisson. Was glaubst du, wann ist es ungefähr soweit? Wir rechnen immer noch fest mit dem 2. November als Eröffnungstag. Ja, konkreter Tag, 2. November. Absolut. Der erste ist ja noch ein Feiertag. Deshalb nehmen wir den 2. Alles klar. Ja, es gibt immer wieder Phasen, die einen so ein bisschen zweifeln lassen und man die Sicherheit ein bisschen verliert. Aber insgesamt sieht es doch positiv aus. Wir kommen zwar in kleinen, aber doch in Schritten voran. Super. Und deshalb. Also es wird definitiv in Radisson, weil das steht immerhin hier schon auf dem Lieferschein drauf. Daran ändert sich wohl nichts. Du kommst aus dem Haus in Radisson, glaube ich, ne? Aber ich, schon eine längere Karriere. Genau, ich war tatsächlich in meinen Praktika während dem Hotelfachstudium auch in der Privathotellerie, weil mir wichtig war, beides zu sehen. Mhm. Sowohl die Privathotellerie, gerade vor allem im Luxusbereich, ja, wie eben auch die Kettenhotellerie. Habe mich dann für die Kettenhotellerie entschieden. Erstens, weil ich einfach das Potenzial bei Radisson gesehen habe, ja, für mich selber, für die Karriere. Aber auch von der Kette, und das sieht man jetzt einfach, wie wir wachsen, ist enorm. Super. Jetzt deine Eröffnung. Zeig uns mal ein bisschen was, wir laufen mal rum, was man schon sehen kann. Und dann werde ich mal hier die Eröffnung vom Radisson in Stuttgart am Pragsattel die nächsten Wochen über den Hotel-Podcast mitverfolgen. Sehr schön. Freu mich drauf. Stefan, los geht's. So, jetzt sind wir hier auf der Rückseite schon das Porsche-Zentrum Stuttgart, hier mit der schönen Biegung, wie man sie vielleicht so ein bisschen vom 911er kennt. Und hier geht später deine Kollegen und du selbst rein, ja, Stefan, ja? Ich und das Team dann rein, genau. Und dann verteilen wir uns auf die Etagen. Super, lass weitergehen. So, was machst du da? Pause! So, jetzt fahren wir in den 9. Stock, Stefan, ja? Im 9. Stock, genau, da geht es mit Hotel wieder los. Von 1 bis 8 sind ja Offices und die Rezeption und Lobby befindet sich im Erdgeschoss. Und dann geht es ab der 9. für uns weiter mit Meeting- und Events-Etage. 10. Etage ist unser Restaurant, wo auch das Frühstück stattfindet. Und ab der 11. aufwärts ein Hotel. Super. Hier befinden wir uns direkt schon im ersten Foyer. Da kommt man hier links aus dem Gastaufzug in den ersten Vorraum sozusagen vor unseren neuen Meetingräumen hier auf der 9. Etage. Wir können gleich einen kleinen Rundgang machen hier rechts durch. So, hier kommen wir ins 2. Foyer, weil hier die Aussicht einfach so geil ist, muss ich euch das zeigen. Ah, hier kann man den schwäbischen Trollinger dann ernten. Klar, ich bin aus Stuttgart, da hinten sehen wir auch klar das VfB-Stadion, immer fest im Blick. Genau, mit der Stadt sind wir auch schon in Kontakt, um natürlich die Weine, die man hier auch direkt sehen kann, im Restaurant auch auszuschenken. Hast du bislang was mit Wein zu tun gehabt, Stefan? Du meinst privat bisher allgemein? Oder beruflich, ja? Ja, privat mag ich es natürlich sehr. Hier den schwäbischen Stuttgarter Wein zu vermarkten, das ist ja nochmal eine andere Challenge vielleicht, als den Standort Stuttgart zu vermarkten.
Das mag sein, vor allem ohne wirklich die Expertise bis jetzt zu haben, aber die werde ich mir hoffentlich bald aneignen. Habe natürlich auch ein F&B-Team, ein starkes hinter mir. Dessen Expertise kann ich natürlich danach setzen. Ich muss sagen, ich habe erst in Deutschland beispielsweise angefangen, Weißwein zu trinken. Mhm. War für mich so ein bisschen was Neues. Aber seit dann tatsächlich fast nur noch Weißwein. Also ich integriere mich, wie man sieht. Super. Und du hast das schon voranklingen lassen. Also F&B ist hier mit ein Schwerpunkt im Haus. Absolut. Es ist ein Schwerpunkt, weil wir hier einfach das Potenzial sehen, aufgrund der Location im Turm. Also wir sind auf der 10. Etage mit unserem Restaurant, mit dem Balustin-Restaurant, was levantinische Küche und eben so ein bisschen orientalischen Einfluss hat. Das ist ein Konzept, das wir selber entwickelt haben. Und auch bereits im Radisson Collection in Berlin, wo leider das Aquarium geplatzt ist, bereits ausprobiert haben, sage ich jetzt mal, und sehr erfolgreich umsetzen konnten. Natürlich hat man daraus dann noch ein paar Learnings ziehen können und werden das jetzt entsprechend hier nochmal verfeinert. Terrasse, kannst du mir schon zeigen? Ja, also, sehr gerne. Los geht's. Wir sind auf der 10. Etage, wo man dann bei dieser Aussicht und lichtdurchflutetem Raum das Frühstück genießen kann. Mhm. Wenn du jetzt noch ein bisschen rechts gehst hier, da kommt natürlich noch eine Theke hin, aber das wird unsere offene Küche, wo man also reinsieht, was da kredenzt wird. Stark. Ja, dann würde ich sagen, raus an die frische Luft. Raus an die frische Luft, genau. Mega. Ja, es ist wirklich ein Traum. Es ist eine kleine Oase hier, doch in der Stadt immer noch und mit so einer Aussicht, oder? Morgensonne, bei der man das Frühstück hier genießen kann. Ja. Du, ich freue mich, weil ich wohne jetzt seit 10 Jahren hier direkt ums Eck am Killesbergpark. Und der Pragsattel, wie er hier das Gebiet heißt, war ja früher immer rein Gewerbe, da auch mit keiner besonderen Architektur verbunden. Und ihr setzt jetzt hier auf jeden Fall neue Maßstäbe. Porsche Zentrum Stuttgart unten drin, dann der Porsche Design Tower oben drauf, in Verbindung mit einem Superhotel und einem Gastgeber, wie man sich, glaube gar nicht besser vorstellen kann, diese Dynamik. Wie alt bist du eigentlich, Stefan? Ich bin 34 geworden dieses Jahr, genau. Und höre doch immer wieder, dass ich jung bin für den Job. Aber sieht man dir an oder hörst du? Bitte? Sieht man dir auch an. Das lieb von dir, danke. Ich sage es immer wieder, oder bei Radisson hatte ich einfach das große Glück, das richtige Leadership-Team um mich herum zu haben, die mir einfach die Türen geöffnet haben und mich auch mal einfach mir einen Schubs gegeben haben, wenn ich selber mich in dieser nächsten Position vielleicht noch nicht gesehen hätte. Und so ging es halt jetzt einfach relativ schnell voran. Und jetzt habe ich diese großartige Chance, dieses Flagship oder Icon-Hotel, wie wir es nennen, bei Radisson eröffnen zu dürfen. Und es wird ein Radisson? Ein Radisson Blue. Ein Radisson Blue, ja. Jetzt. Sag da kurz was dazu, Stefan. Ja, Radisson Blue ist in diesem Segment Upper Scale in Europa die größte Kette. Mhm. Darf ich selbstbewusst sagen. Wir haben vorher, bis wir Radisson Collection im Luxussegment gegründet haben, war das auch das höchste Segment, das wir abgedeckt haben. Inzwischen sind wir mit 10 Brands eigentlich in jedem Segment präsent. Und Radisson Blue war hier aus unserer Sicht einfach am passendsten. Genau. Cool. Also nochmals, ich freue mich, dass ihr jetzt in Stuttgart hier angekommen seid. Gehen wir weiter. So, Stefan, jetzt fahren wir in Stockwerk, was hast du gesagt, 23, 24? Jetzt zeige ich euch mal, wie es ganz oben aussieht. Das sind ja 24 Etagen, also 24. Aber aufgrund dessen, dass es halt ein Turm ist, ist die ganze Technik auf der 24. Also 23, die höchste bewohnbare Etage, sage ich mal. Und die Aussicht ist einfach der Wahnsinn. Aber nachdem die 24 die Lieblingszahl meiner Frau und mir ist, und du hast die Lies auch schon kennengelernt, wird sie sicherlich mal einrichten lassen, mal an meinem Bettchen da oben hinzustellen, oder? So, jetzt sind wir hier am 23. Stock. Stefan, ich muss sagen, Stuttgart ist schon schön, aber natürlich je höher, noch mal schöner, desto schöner.
Also bei mir war das ja, da ich Stuttgart noch nicht lange kenne, einer der ersten Eindrücke eigentlich von hier oben. Mhm. Und deshalb muss ich sagen, ich finde Stuttgart von Anfang an wunderschön. Man sagt ja in den Hotels oder die Gäste, die möchten immer, oder das ist so einer der Hauptwünsche, man möchte auf einer hohen Etage einquartiert werden. Bei uns fangen die Zimmer schon auf der 12. Etage an. Und das ist auch schon sehr hoch und man hat da schon eine wunderschöne Aussicht, aber von hier oben doch Wahnsinn. Also man sieht wirklich bis ans Ende des Horizonts eigentlich. Und was noch zu erwähnen ist, in den Eckzimmern, die wir ja auf jeder Etage 4 Stück haben, hat man wirklich eine Aussicht von 180 Grad, was unglaublich ist und einfach auch durch die großen Fenster sehr lichtdurchflutet, was den Zimmern einfach auch eine gewisse Größe gibt. Das war wohl der falsche Modus. Was habe ich falsch gemacht, Stefan? Genau, nee, alles richtig. Bevor ihr das ganze Fenster rausfällt. Genau, also das ist noch eine zweite Scheibe davor. Das heißt, aus Sicherheitsgründen ist das eigentlich trotzdem gedacht. Aber man kann es auch ganz hoch schieben. Und das ist dann der Reinigungsmodus. Das ist der Reinigungsmodus, damit, alles genau, klar. Die Reinigungskräfte dann auch. Gut, was habt ihr euch hier mit den Linien gedacht? Sieht auch noch ganz spannend aus. Das könnte man meinen, ist ein Designaspekt. Solar oder? Ist eine durchaus berechtigte Frage. Das dient effektiv zur Orientierung für die Vögel. Hat man damit auch lange getestet. Schön gerade auch gegen die Scheibe fliegen. Damit die idealerweise gar nicht gegen die Scheibe fliegen, sondern dann vorbei, beziehungsweise die Scheibe eben sehen. Und war ein langer, eine lange Testphase in Windkanälen und so weiter, wie unser Eigentümer Bülow mir erzählt hat. Und es ist eben eine schöne Option, sage ich mal. Man könnte wirklich was meinen, das hat mit dem Design zu tun. Man hat natürlich versucht, eine Lösung zu finden, bei der man jetzt nicht Vögel an die Fenster kleben muss. Alles klar. Nee, genau. Wenn es dann funktioniert, ich lasse euch im Glauben, dass es funktioniert. Wir können ja unten zählen, die nächsten Wochen. Werden wir auf tun. Was ich mich auf jeden Fall freue, ist dann mit dir nächstes Mal in ein, wie nennt man es? Testzimmer reinzugehen, Probezimmer? Genau, ein Musterzimmer haben wir noch, das zeige ich dir nächste Woche gerne. Super, ich freue mich. Bis nächste Woche. Danke für den Besuch, bis nächste Woche. Herzlichen Dank, ciao.